Ich bin der König der Welt. Ja, willkommen. Mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir die Irish Pride Werft hier gefunden und erkundet, von Meyer Loks gesäubert. Nicht abgeschlossen, aber ist mir auch sowas von egal. Und wir gehen jetzt wieder heraus. So, bin hier so rübergesprungen und bin dann hier raufgekommen übrigens. Für die Leute, die es wundert. Jetzt nicht nach draußen gegangen und habe meine Sachen eingelagert und so. Ich bin jetzt einfach hier weitergegangen und hallo. Kronkorken. Aber ich liebe es, so einzelne Kronkorken aufzuheben. Hört sich so geil an. Okay. Ich habe einen Schlüssel für irgendwas hier bekommen. Kann es aber, glaube ich, nicht öffnen. Kann aber. Weiß aber nicht wofür. Deswegen gehe ich einfach wieder raus. Weil ich kann mir nicht vorstellen, ob da unten die Schatztruhe da ist, weil die war direkt daneben. War wahrscheinlich hier für die eine Tür, die meistens verschlossen war. Und ja. Glaub nicht, dass hier noch irgendwas ist, deswegen hau ich jetzt einfach ab. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wofür das Schiss war, aber habe ich noch zu voll von dem Ort. So viele Myalogs. Bäh. Hat zu lange gedauert, bis ich die töte. Also ja, einfach raus und fertig und basta. Dann schauen wir uns noch weiter um, was es hier noch so gibt. Wir halten uns natürlich von den Supermutanten fern, die wir vor zwei Parts gesehen haben. Ja, die, nein, die haben wir natürlich nicht gesehen. Für Supermutanten, was redet ihr da? Gucken wir mal, was noch hier so in der Nähe ist. Hoffentlich nicht so Käfer oder irgendwie sowas. Also ja. Wow, eine Tür. Gut zu wissen. War ich hier schon drinne? Ja, klar. Weil dieses einzelne Viech drinne. Gut, dann weiter. Aber noch hier, was nicht erkundet ist und so. Da sehe ich einen Funkturm, da sehe ich noch irgendwas. Segler Rekrutierungssignal gefunden. Ich kann das Radio schlecht anmachen. Ah ne, da waren die Supermutanten. Supermutanten habe ich vielleicht nicht so Bock drauf. Habe ich das? Nein, das habe ich noch nicht. Ich habe erstmal hier das Funk, den Funkturm, aber was soll man ist da erkunden. Da ist eine amerikanische Flagge. Hello? Hallo? Sendeturm. UMC 810. Gehst du vielleicht aus? Okay. Kann ich ja wieder hier einen Funkturm einschalten, was man auch immer wieder bringen. Und hier sind ganz viele Radios. Ich höre, glaube ich, Musik. Oder? Nee. Bild ich mir nur ein. Den Fernseher mal kurz lauter gemacht. Was? Ich kriege in letzter Zeit immer Erfahrungspunkte, obwohl ich nichts mache. Okay, so, wie schalte ich das Ding ein? Wenn es einem wirklich nicht mehr zu geben, außer das Ding. Kann ich nicht anmachen. Warum nicht? Sommer. Boah. Ach da, meine Güte. Sendeturm Terminal. Sehe ich natürlich wieder alles auf mich wahrscheinlich, ne?
Gut. Wir haben ein Funksignal gefunden. Funknachricht getrennt, Familiensignal. Schon wieder ein Radio an, meine Güte. Bevor ich dann aber anmache. Mama. Hört man natürlich wieder nichts, weil ich das Radio ausgeschaltet habe. Jetzt natürlich hier irgendwie ein Lied läuft, ne? Ist ein Problem. Ich Radios aus. Okay. Ich höre da irgendwie nie was. Was ist das hier? Standardfunksignal. Gar nichts. Sehr gut. Ist voll gemacht. Irgendwann werden die Dinger wohl bringen, ne? Aber wenn ich noch nicht mal irgendwie ein Rauschen oder so, kann ich ja nichts damit anfangen. Er sagt gar nichts. Na, was ist da hinten? So, Siedler Rekrutierung. Scheint schon wieder nichts. Und dahin habe ich schon was sehr Schönes gesehen. Ach nee, das Feuer. Ich dachte, da wäre so ein Supermutant, der wieder so ein Selbstmordding hat. So eine Bombe. Ja, von wo kam der Schuss wohl, ne? Ich hätte schwören können, dass wir verfolgt werden. Na, oh Mann, trifft doch mal wieder. Was anstatt irgendjemandem Bescheid zu sagen, geht der voll alleine auf den Schützen los, ne? Oh, dämlich. Oh, ich seh nichts auf der Dings. Da. Oh, geil. Ja, I approve. Ihr seid echt beschissen in eurem Job, ist da eigentlich? Das kommt. Das Schussgeräusch jetzt so richtig geil in der 50er Munition. Ja, verdammt. Warum treffe ich den nicht? Komm schon. Ja, sehr gut. Läuft bis jetzt. In die Eier. Uff. Sehr gut. Hammer, was? Bitte sag mir, du bist kein freundlicher gewesen. Er gibt noch einen Schuss ab, ne?
Okay, lässt sich von ihm treffen. Was? Ganz weit weg. Aber Hammer, den Namen habe ich schon mal gehört, irgendwie. Ja, schon mal irgendwie erwähnt. Da waren halt eigentlich freundliche Supermutanten, aber Supermutanten-Bies und so. Kopfschuss! Jawohl! Oh, das war eine sehr gute Begegnung mit Supermutanten. Ja, einzigartiger Raketenwerfer. So ein einfacher Raketenwerfer, aber 10 Splittergranaten, ne? Boah, ihr Leute, ne? Wenn er wenigstens irgendwie Leichen hinterlassen könnte, die ich plündern könnte, dann wäre ja. Dann würde jeder hier was gewinnen, außer ihr. Aber nein. Das war schon ein sehr starker Gegner. Reicht ja und glaube ich auch. Oh, Supermutanten-Harnisch habe ich aber glaube ich schon für Strong. Hier geblieben. Oh, das macht sehr viel weniger Schaden, als ich gedacht hätte. So, jetzt aber kritischer Treffer. Menschlicher Kiefer, warum? Oh, da war einer. Oh, nee. Ich bin schon wieder eine Gänsehaut, wenn ich das sehe. Ja, weißt du was? Meine Fernbeziehung hat super geklappt. Mal weiter. Ja, was stoppt mal Working System? Nee, irgendwie anders ging das. Fuß! Sehr gut. Und dann ist der, der abschießt. Ja, mein Scharfschützengewehr zieht viel ab, ne? Ich bin hier weg und mich heilen. Ich hab den Kopf weggepustet, das sah sehr. Hier sieht so aus, als könnte ich eine Siedlung bauen. Gibt bestimmt, ne? Ich hab's nicht verloren. Ins Gesicht! Ins Gesicht! Nein. Hier geblieben. Warte mal, da bist du. Ja. Simfrüstung, linker Arm, die sind nicht so gut. Auch meine Erfahrung ist jetzt. Ja, die Schweine, ne? Dafür sind wir ja da, ne? Wir bringen wieder Recht und Ordnung ins Ödland. Das sieht fast aus wie Sanctuary hier. Willst du den Müll etwa mitschleppen? Kate, please. Toilettenschlüssel des Bürgermeisters. Ja, warum nicht? Kann ich halt nichts knacken. Boah. Ja, Sonnenwolle, geil. Ein Bäcker, geil. Müll, geil. So. Wieder keine Leute mehr, ne? Ja, der ist abgeschlossen. Oh. Ich meine, da kann man keine Siedlung bauen. Wollt ihr perfekt wäre eigentlich?
einen Käfig kämen, den kann ich vielleicht für Dings gebrauchen, für Strong. Komischerweise, man sieht so eine geile Rüstung, ne? Die Rüstung, die ich da aufheben konnte. Wenn ich die Strong gebe Wie schön. zum Ausrüsten, hat er nur so Ketten um sich herum. Also irgendwie macht das keinen Sinn. Also ich gebe dem so eine fette Rüstung und der hat nur so Ketten um sich herum. Irgendwie dämlich. Weil das sieht nicht mal gut aus. Statt so eine geile Rüstung, ne? Nur so Ketten, sieht aus wie so. Ja, das sieht aus wie so ein, wie nennt man das? So ein Domina-Sklave. Was zum? Kannst du es wagen? So. Hier waren wir noch nicht drin und da waren wir noch nicht drin. Warum ist ja noch Kampfmusik? Wir müssen einen am Leben, sonst wird er nicht da abgeschlossen stehen. Irgendwie macht das keinen Sinn, wenn er abgeschlossen. Was soll's? Was ist das denn hier? Ein Bett für Supermutanten oder wie? Weil das sieht ja so aus, als könnte ich voll viele Häuser abreißen. Chill. War so schlimm, war das doch nicht. Terminal von Lance. Ah. Acquire nix. Manages. Gib mir mal das Falsche. Danke, so. Threaded. Man zwei richtig. Also irgendwann mit E wahrscheinlich. Cool. Ja. Aufzeichnungen. Ganz ohne, dass wir endlich zu Hause sind. Wir waren Freeway in Continental, den haben wir im Plan geredet. Mauer im Viertel ziehen. Ja, mit der Mauer, das tut wohl nix. Dank Wayne's Hilfe sind die Mauern nun endlich fertig. Ich kann noch immer nicht glauben, dass der Eierkopf überlebt hat. Lang über seinen Bunker gedacht hat. Da unten hat es sogar Trinkwasser im Bunker. Geil. Mir kraft meinen Bruder nicht umzubringen. Was? Wenn man mit Knarren und Schlägen trug eine Art Improvisierer, kann einen von ihnen aus seiner Zeit beim Mob. Und er rief nach ihm, bevor ich ihn aufhalten konnte. Der verdammte Trottel plappert los, als hätte sich nie was geändert. Und er erzählte ihnen, dass wir umzäunt sofort haben. Sie ließen uns gehen, aber das Funkeln in ihren Augen sagt mir, dass wir sie schon bald wiedersehen werden. Sieh mal an, was wir da haben. Schon so eine Beleuchtung. Krass, das verdammte hatte einfach gehen und uns sofort überlassen sollen. Es ist ein Ton und gehört uns trotzdem. Okay, lass mal das. Können wir euch anbleiben? Was? Warum? Er geht doch nach draußen. Cool. Warum? Oh Gott. Mein Gott, so viele Fallen, die ich schon reingetrieben bin, ne? Und Safe kann ich auch so knacken. Hallo, Erfahrungspunkte. Und jetzt kriege ich ganz viele Munition. Hängt das irgendwie davon ab, für Waffen ich bei mir schleppe oder was? Ich kann schwören, so viele 50er Munition habe ich nicht bekommen. Davor. Ist auch noch ein Safe. Ja, war damit verbunden. So.
Nein. Nur schon so zurückgelehnt. Boah. Danke. Geschafft. Schufatone könnte ich gebrauchen, danke. So. Schüsse. Oh, hi. Na? Warum zeigt denn der jetzt auf mich? Was ist los? Was zum... Ja, hackert... Eskaliert hier nur so ein Typ rum. Boah. Den treffe ich so nicht. Muss da rauskommen, verdammt. Da raus, verdammt. Schon mal weg. Geh du mal ruhig so da zu den Reihen. Ja, was hab ich denn hier für Probleme auf einmal? Um zu treffen. Wow, ich krieg den gar nichts abgezogen hier. Wie kannst du. Oh Gott. Legendärer. Tschüss. Böser. Und so kann ich auch smagen. Ja. Da habe ich wahrscheinlich mit einem Schlag hier wieder weg, ne? Oh nein. Wer sagt mir, dass du ihn getroffen? Der Scheinwerfer, ehrlich. Sagt wie ich. Alter, immer. Boah, das gibt's doch nicht. Was? Danke. Oh, das ist nicht schlecht. So, was war das jetzt? Warum ist denn da jetzt noch einmal? Geil. Ey, von wie weit schießt du mich ab? Oh ne, meine Batterie. Hey, wer bist du denn? Abzehrant der Bruderschaft, was? Was für ein Typ? Was reicht so mal hier? Kann nicht sein. Alter, da ist auch ein beschissener Ort drin. Ey, wie kommt man denn hier rein? Ach, Victoria! Irgendwas bedeutet, irgendwann mit Sieg wahrscheinlich. Schlitz. Wieder voll dadurch gefaced ist, ey. War sehr gut. War prinzipiell nicht so. Ist immer noch ein Gegner.
Alter. Wer hat mir da gerade geholfen? Wozu die Mühe? Ist doch Müll. Ich würde es wegwerfen. Lady? Oh Gott, jemand. Oder war sie niemals da? Ja, schon wieder viel mehr Zeit verschwendet, als ich wollte. Ich wollte gar nicht so lange hier in dem Part, in diesem Ort rumhängen. Oh. Ah. Die stürmt doch voll rein. Das ist ein MG, ne? Einer. Bist du denn? Haha. Sind wir jetzt hier fertig? Ich habe noch nicht mal alle Häuser hier, boah, abgeklappert. Ein paar davon wegpacken. Hey. Na, nee, nicht Waffenwerkbank. So, da waren wir drinne. So, haben wir jetzt hier Ruhe? Kann ich mich hier in Ruhe umschauen? Ich nochmal reingehen, da ist bestimmt irgendwas Wichtiges noch. So. Oder auch nicht. Wo legt er sich jetzt da hin? Schrotpatrone, sehr gut. Ja, weil ich gerade ein bisschen davon verballert habe, kriege ich was. So, ich weiß immer noch nicht, wo die eine ist. Wahrscheinlich ist sie tot, ne? Das könnte natürlich auch sein. Also, als letztes irgendwo hier. Genau. Meine weibliche Stimme, die Ars Victoria irgendwie sowas gesagt hat. Hier war ich schon drin, ne? Ja, hier ist der Terminal. Was? Alter, ich bekomme da nicht mit. Satafik ins Bootshaus. Ja. Wow. Bin ich denn da die ganze Zeit vorbeigelaufen? Ja, ich bin erst da. Aber da oben möchte ich nochmal hin. Naja. Da sind immer noch zwei Gegner. Oh, hi. Protektron. Wenn ich aber nicht eigentlich auch nicht nach, ob ich bei mir zu Hause irgendwie was bauen kann, jetzt, ob ich Protektrons bauen kann oder irgendwie sowas, muss ich mal nachholen. Hier war ich, glaube ich, auch schon drinnen, ne? Ich bin aber nicht sicher. Ja gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder hier, wo wir den Rest der Stadt und die zwei Gegner hier erledigen. Ich bedanke mich allseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.